Feyenoord gegen Lok Moskau. Das war ja, das Falsche. Mein Jungteam ist das jetzt. Das ist mein Jungteam, ja. Das ist meins. Ich habe aber nicht so viel Neues. Ich habe nur drei. Ich habe vielleicht eh zu viele gemacht dort. Auf einmal. Na, ich habe ja schon vorige Saison eingekauft dort. Und Aber die sind sie. halt auch nie so zum Testen gekommen, weil ich ja da schon gut besetzt war. Zum Beispiel Rodriguez ist passiert noch, ne? Zum Beispiel. Wie ich gemerkt habe, den gibt's. Also spielen eigentlich, glaube ich, alle. Ja. Spielen alle drei? Bei mir gibt es einen Neuzugang. Der hat gleich das ganze Budget aufgefressen, was sie gehabt haben. Echt? Oder War das fast. so teuer? Oder haben wir nicht so viel verdient? Oh ja, müssten ja schon ein bisschen was, oder? 40 Millionen. Ja, okay, das geht ja. Das ist sicher. Meine, schön, dass sie sich das leisten konnten. Muss man auch so sehen. Ja. Weil sie haben sich ehrlich letzte Saison sehr gut geschlagen, muss man sagen. Ja, eigentlich eine von drei Mannschaften, die weiter waren, oder? Da Ja. Daka ist einer von den zum Austesten. Oh. Genau, den hast du mich gefragt, ob der noch spielt bei mir. Genau. War nicht geplant, dass der zu dem abprallt, aber nehme ich gerne. Ja, ich glaube, wenn sie weitergekommen wären, wäre das auch ein Anwärter gewesen für Spieler des Turniers. Ja, gut. Ja, aber vielleicht dieses Turnier. Oder spielst du schon dritte? Ich glaube, der ist erst hingewechselt. Na dann, vielleicht. So, auch ein neuer Castro. Der deutsche Castor, gell? Mhm. Den habe ich auch lang hin und her überlegt. Zu lange. Hast du den Colt daher oder hast du den schon gehabt, den Fair? Nein. Der war schon da, aber den habe ich eigentlich kaum Einsätze gegeben. Okay. Darum sage ich, ich habe eigentlich schon viele da, sage ich einmal. Oh. Ja, da ist sie dann. Auch ein neuer. Oh. Kann man probieren? Ja. Ja, glaube ich, sind ja gegen Lazio ausgeschieden, glaube ich. Yep. Ja,
Ja, Lazio eben voriges Turnier auch in einer guten, sehr starken Form gewesen. Also da auch viel Auslosungspech gehabt natürlich. Oh! Räumen wir mal ein bisschen weg, Alter. Habe ich eh gemacht. Schieß endlich! Oh. Nein, 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 nein! Alter, gut, dass er nicht gefallen ist. Guter Pass. Das Bittere ist, ich habe da einen Transfer gemacht. Ich glaube, das war letzte Saison schon. Habe ich als Verstärkung geholt. Der ist von der Stärke her jetzt so gesunken gegenüber dem Spieler, den ich verstärken wollte, dass er gleich stark ist. Ja, aber. Wie du weißt, Verstärkung heißt nicht Verstärkung. Ja, eh. Klar kann das ein bisschen mitwirken, aber. Oder das ist halt nur wegen Kaufen, weil. Das ein anderer Preis dann auch gewesen wäre. Ja. Aber in der Regel sage ich, es kommt viel auch darauf an, ob du mit dem Spiel umgehen kannst oder nicht. Ja, stimmt. Schau dir Long an, Alter. Ich habe jetzt Long wie viele Jahre schon und hat jedes Jahr eine andere Stärke. Oder die Topstars, da ändern sich ja auch die Stärken. Und ich kann auch mit manchen Legenden besser umgehen als mit anderen zum Beispiel. Ja, genau. Kommt halt dann auch immer auf die Situation an, wo spielen sie und. Na gut, man bleibt unverändert. Zum Beispiel den hier, den Boetius, das war auch ein Glücksgriff, oder? Ich habe gewusst, der ist zwar gut. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass das so gut mitspielt dort auf der Position. Ja, Daka gefällt mir sehr, sehr gut bislang. Der war Der wird Stürmer. trotzdem einmal. Der wird trotzdem Platz machen. Genauso wie Castro. Ja, ich warte noch. Ja, Fenjord ist nicht so weit entfernt, nur ein Tor.
Tadic auch schon länger jetzt bei Fenjord. Natürlich mit Adriano eine starke Konkurrenz gehabt, aber guter Joker immer gewesen. Oh mein Gott. Aber super Reaktion. Ja. Also wenn es einer der weltbesten Parade im Turnier gibt, ist das ein Anwärter. Ja. Ärgerlich. Das hat die Chance sein können auf den Ausgleich. Jupp. Ja, dann lesen wir es gerade. Guilherme, 6 Paraden schon. So, hier wechseln wir jetzt trotzdem. Mal schauen, ob eine Veränderung auch vielleicht neue Spielchancen bringt. Der 40 Millionen Mann kommt aufs Feld. Und sonst, er hat auch immer wieder gut getroffen, sage ich mal. Drum kommt er auch aufs Feld. So, Neuzugang ist lange im Abseits gestanden. Seit er von Bayern München weggegangen ist, hat er, glaube ich, nicht wirklich oft gespielt. Eiskalt. Oh, das macht auch Spaß. War nicht einmal ein Arschspaß, sondern es war ein Arschspaß. Bist du Trepper, das gibt's ja nicht, Leute. Also da, nein, puh. Den habe ich schon drinnen gesehen jetzt. Jetzt wird's bitter. Gebitte. Ja, wenn Lok hier den Sieg holt, wäre natürlich auch gleich gut. Richtig gut starten würden sie dann hier in die Champions League. Aber gut für den Verbleib, für ein weiteres Jahr, kann man so sagen. Direkt mal wieder mal negativ. Zinchenko, der Verteidiger muss machen. Ja, von dem halte ich auch viel. Also wenn ich mal einen Linksverteidiger wo brauche. Ist ja meine Nummer 1. Jetzt macht er sein erstes Champions League Tor. Was ist eigentlich der 40 Millionen Mann? Müller. Müller.
stimmt, der hat nicht so viele Einsätze gehabt. Boah, schade. Dabei sehen wir warum. Warum? Hat man viel gesehen bis jetzt? War er schon am Ball? Na, eben nicht. Ja, aber dafür kann er eh nichts, weil er keinen Pass gibt. Ah, na, war das Molloch jetzt? Nein. Schmeiß er mal aus. Die kommt hin. Da muss ich das erste Fall zählen. Oh ja, doch gleich zwei gelbe. Das Fax muss das erste aufzählen. Fenrir hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber jetzt... Alter! Ja. Yes. Scheiße! Zidane auf Tadic! Und Fenrir dreht tatsächlich noch die Partie. Und Lok verspielt sie. Da ist er am Ball. Jetzt hat er mal, ja. Na, offensiv ist es wirklich zweite Halbzeit nicht so viel gegangen. Ah, oh, jetzt war ich überrascht. Jetzt war ich echt überrascht, Alter. Alter. Tadic? Na, na. Ja, Gratulation. Puh, für den Sieg. Ich nicht. Na gut, das war's, Leute, für heute. Genau, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Also macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.